So, hier, genau. Es ging ja so lang. Ich habe kurz Pause gemacht. Leider, ja, ich musste noch was machen. Wisst ja, ihr kennt ja dieses Zeug da, wo man machen muss, halt, Real Life und so. Alles kein Problem, wenn man auf Pause drückt. Außer er möchte das alles mitbekommen, dann hätte ich auch nicht Pause drücken können, aber ja. Das können halt nur die Leute schreiben in die Kommentare, wo halt in die Zukunft schauen können. Die müssen mich dann bei Skype anschreiben und sagen, hier, drückt mich bitte nicht auf Pause. Tja, obwohl das wäre auch ziemlich nice, könnte ich mal machen, aber ich glaube, da ist so wenig Kanalaktivität von meinen Abonnenten da. Wenn ihr oder wenn ich da sowas aufnehme, wenn ich mal aufnehme, kann ich das ja als Bulletin posten und sagen, ja, jetzt nehme ich Saints Row 1 auf oder Saints Row the Third oder Assassin's Creed Relations oder Battlefield 3 oder Star Wars The Old Republic oder Minecraft oder Roller Coaster Tycoon 3 oder Outland oder was weiß ich, was spiele ich noch, was spiele ich noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Nein, das war's jetzt wirklich. Vielleicht. Ja, das war's. Oder ob ich einen Livestream kündige, das wird auch mal wieder demnächst folgen. Ein Livestream von mir, schätzungsweise ein Let's Play, ein Livestream über Saints Row the Third Warhead Mode. Und ich glaube auch mal, das ist die letzte Mission von den Last Canales. I know this isn't my style, but after that shit at the church, I want to make sure Angelo gets what's coming to him. Geh zu Angelosaurus, das ist mir noch bekannt, ja. Let's just make Das sure we get ist there in sowas one von. piece. We're gonna have enough problems with Angelo's boys. We don't need any other surprises. Okay, nochmal zum Stand zurück. Wie gesagt, ich habe das Spiel ja schon durchgespielt, ist ja nicht blind. Stellt euch mal das vor, wenn ich das blind spielen werde. Ha! I don't trust Manuel. If he's willing to sell out Angelo so quickly. What's to stop him from selling us out? Ja, nochmal zum Blind, wenn ich ja nicht unterbrochen werde. Ihr kennt das Spiel, wenn ihr die anderen Parts gesehen habt. Ja, wenn ich das nicht blind Really spielen need to würde, dann. sound like Johnny. But the best plan I got right now is to just go in there and take Angelo out. Leck mich, jetzt fahre ich rückwärts, das sagt er bestimmt nichts mehr. Ja, wenn ich das blind spielen würde, dann. Könnte ich drauf meinen Arsch verwetten, dass es eins der geilsten I'd be lying Aktivitäten. if I said I wasn't nervous about taking the fight to Angelo, but he's come knocking on our door twice, and I think it's time to return the favor. Ja, dann wird es einer der geilsten Aktivitäten, wie gerade erwähnt, eigentlich, was ich hier gemacht habe, Projekte, was ich gemacht habe. Und ich habe hier übelst gefailt. Sieht man das dann alle Tage hier? Ein super Grind bei von Tony Hawk inszeniert. Über die Autobahnrail mit dem Auto. Sehr nice. Da müssen wir wohl oder übel aussteigen. Und per Anhalter fahren. So, da ist doch mein Auto. Ja, das liegt an hier. Eins auf die Fresse. Nimmt das Auto hier. Grinde über die Autobahn von mir aus. Ja, nachdem er jetzt aufgehört zu reden hat eigentlich, dann kann ich ja sagen, weil ich ja sagen wollte, was ich jetzt schon wieder vergessen habe wegen den Scheißdrecksack. Ja. Blöde war's. Jetzt muss ich wieder kurz überlegen, wo waren wir denn stehen geblieben? Ja, weil wenn ich blind spielen würde natürlich, dann wäre das ein geiles Projekt natürlich. Noch besser als jetzt vielleicht sogar, weil es ja blind ist, ohne zu wissen, wie man das Spiel durchspielt und so natürlich. Wo ich das ja mittlerweile ja weiß und so, weil ich schon zwei, dreimal durchgespielt habe. Ja, zwei, dreimal ist Minimum, was man spielen sollte bei Saints Row. Wer es nicht zwei oder dreimal durchfahrt, der gehört in die Ecke gestellt, ein Hut drauf steht, ist kein Saints Row-Spieler und gehört dabei ausgelacht von den 13th Street Saints. Von mir aus, natürlich. Und ich komme dann auch selbst persönlich zu einem vorbei und lache ihn dann auch aus. Kostet aber eine gewisse Bezahlung natürlich, wenn ihr das wollt. Es hat ja einen gewissen Reiz, von mir ausgelacht zu werden. Also, ihr könnt ja so einen Bösen haben oder einen Guten. Ihr wisst ja, was ich meine, so ein böses Lachen oder ein gutes Lachen, so ein Buhahaha. Und das war ein bisschen schlecht eigentlich. Oder so ein Lachen. Ja, sowas. Von mir aus.
Ja, und der Typ halt doch einfach das Maul, ehrlich, man, das ist mein Let's Play, nicht deins. Das heißt nicht Let's Play with Frosty, es heißt ja Let's Play with Frosty, nicht Let's Play mit Dex oder so. Mann. Wigger, ruhig. So, jetzt nicken wir hier erstmal alle rum, um die geile Villa zu besorgen hier. Ich will die haben und da oben steht der Drecksack. Wisst ihr was? Bams! Warum nicht so gleich so? Probleme ist dabei, dass wir kaum Munition haben. Ja, Munition ist ja völlig klar, dass wir das nie haben. Wow, Mama halb lang hier, aber das könnt ihr nicht. Könnt ihr auch gerade mal auf mein neuen 3000 Euro Versace Boden hier. Teppichboden bluten, das geht nicht. Da braucht man eine Erlaubnis dafür, das funktioniert nicht. Und wo ist das Opfer? Opfer! Nicht sterben! So, eigentlich ist nicht das Opfer, aber weiß Opfer halt blutet, heißt es ja Opfer. So, noch 12 Schuss in der Pistole. Ah, schade drum eigentlich. Der will mit den Fäusten kämpfen, ich glaube, du hast das schnell verloren. Yo, und das sind ja noch mehr und so, das sind ja... Oh, scheiße, Alter. Mit der AK-47U geht's weiter hier und ich hau da mal wieder fett was raus, Mann. Wow. Halte mal, ey. Oh, nice. War das Absicht? Oh, und wir haben einen Schuss gehabt. Da muss halt die MP mal raus wieder. Das dicke Ding muss ich mal wieder aus meiner Hosentasche rausholen. Ha, da lachen sich wieder welche viele kaputt. So ein schlechter Witz hier. Natürlich. Pflicht für mich. Schlechte Witze sind meine zweite Vorkommnachschaft. So, Los Canales, der Kampf muss weitergehen. Natürlich. Shit. So, da habe ich es ja vorhin noch erwähnt, wie es den He-Man, und das hatte man ja gerade gesehen. Wer springt aus dem zweiten Stock gerade mal so locker raus, ohne Verletzung? Das kriegt ja nur He-Man hin. Ja, und da hat er was gerade gesagt, ohne Untertitel, das finde ich richtig scheiße von dem. Wenn er schon was sagt, dann bitte mit Untertitel. Weil diesen amerikanischen Ghetto-Slang, dann versteht man auch wirklich schlecht, also selbst ich verstehe das nicht. Und der Drecksack will eigentlich sterben. Wisst ihr was? Ja, wir haben unendlich Rocket-Munition und so. Natürlich. Warum sollten wir dann... Ja, genau deswegen sollten wir das nicht. Mit der Rocket einfach so schön rumschießen und so. Das war so fail. Oh. Scheiße. Mission ist gescheitert. Natürlich. Das ist ja so klar mal wieder. Frosty hat Sim bekommen. Die leichteste Mission auf der Welt. Einfach mal wieder zu failen. Alter, das darf wirklich nicht wahr sein. Gibt's da nicht irgendwie einen Speicherpunkt, so wie bei der Cutscene von vorhin? Kann man da nicht einfach im Auto respawnen oder so? Nein. We're gonna have enough problems with Angelo's boys. We don't need any other surprises. Also dafür könnte ich Voltition Inc. ehrlich in den Arsch treten. Ich möchte am besten nach Dings fahren, nach Brooklyn, in denen ihre Hauptstation und. Ja, wo ich gestehe, in die Hauptstudio-Bereich und in jeden einzelnen vollen Arsch treten dafür. Das gibt's doch nicht. Keine Speicherpunkte setzen in Spielen. Schämt euch. But the best plan I got right now is to just go in there and take Angelo out. Mann, das kotzt mich ja an hier.
Es ist ja mittendrin in Mission, müsst ihr mal vorstellen, die Mission geht doppelt so lang. Da musst du mal das Haus ausrauben, das da und das. Tja, und dann wenn du das Haus ausgeraubt hast, dann musst du vielleicht noch eine Festung erobern, musst vielleicht noch eine Verfolgungsjagd machen, musst du vielleicht noch so ein Haus in die Luft jagen und dann erst kommt ein Speicherpunkt vielleicht. Und da ist die Mission bestimmt wieder vorbei, weil da eine Cutscene kommt für die Endergebnisse. Mann! Gibt's doch nicht. Bei Saints Row the Third hast du es auch geschafft und bei anderen Games doch auch. Bei Homefront und weiß was ich, okay, da war Footage nicht inbegriffen, aber wollen sie noch mitgespielt bei, sag mal's doch. Ich kenne das Spiel, Ich komme halt nicht drauf. Das ist irgendwie was mit, Superzerstörung irgendwie. Ich hab's vergessen. Ich hab's selbst gespielt. Das Spiel heißt. Ich weiß es auch, nee, ist nicht Apocalypse. Oh Mann, ich komm nicht drauf. Ja, scheiße. Warte, ich schaff's noch. Ich komm noch drauf. Wenn ich kurz auf Pause drücke und das google, das ist mir sowas von egal. Das. Boah, da verpisst es. Da versteckt es sich, weiß, da versteckt es sich die Drecksau. Normal hätte man da mit der halben Viertel-Size auftreten sollen. Nein, wir sind gerade mal hier zu viert. Normal ist auch nur zu zweit, um alle kaputt zu machen. Aber nein. Das ist ja. Das ist voll. Das ist normal. Das ist völlig normal. Wisst ihr was? Ich marschiere jetzt einfach so rein und mache jeden kaputt einzeln. Fuck. Fuck you. And you. Hier. Und das alles ohne zu Und die Tussi stirbt schon wieder, Alter. Alle beide sogar. Nice. Machen wir mal Tür auf. Obwohl, nicht nötig gewesen. Ach, lebt da noch? Nein, lebt doch keiner. Wegger. Pack das Ding weg. Und der wirft eine Granate runter. Bist du beschuck oder was? Ich glaub's nicht. Wäre jetzt einfach so eine fette Granate runter. Ist voll unnötig gewesen. Hier, friss das. Und der, ist der da? Nein, das unten. Wicker. Da bist du, ja. Gut, wir müssen da raus. Tür, öffne dich. Ach, nice. Nein, du, die Tür geht nicht auf. Toll. Ey, geiles. Ey, jetzt verflucht langsam wohl Tischen, Alter. Was soll die Scheiße? Könnt ihr da ein bisschen weniger rumbacken und so? Ach, gibt's hier nicht. Geh mal weg von der Tür. Ah, nee, also. Das ist nicht cool. Das ist überhaupt nicht cool. Also, was Buggiges habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Und ich habe schon einiges miterlebt in Spielen, also. Ey, komm. Was? Da oben ist der Pisser jetzt und wir können nichts machen. Also, ist jetzt nicht der, aber. Das ist. Na toll. Wenn jetzt auch noch die Polizei kommt. An die Vordertür kann man leider nicht rein, natürlich. Das geht ja auch nicht. Wäre das Logischste von allen. Aber egal. Dann schauen wir uns mal die schöne Landschaft hier an. Vielleicht liegt hier noch eine CD rum oder so. Wäre auch was. Oder für den Graffiti. Scheißdreck. Ist ja wirklich nice hier wieder. Das ist so nice. Oh, meine Güte. Ach, da lebt sogar noch einer. Das sind hier wirklich noch ein paar. Aber wo sind die genau? Vielleicht müssen wir auch alle töten oder so, weiß das ich. Aber ich schätze mal weniger. Da könnte man auch gleich das ganze Haus jumpen. Es würde keinen bocken.
Ja, ist ja wirklich nice. Da ist aber immer noch einer da. Der ist oben. Also ich hatte schon mal sowas, das war aber... Oh, auch nice, die Tür geht auch zu. Das war aber beim ersten Mal spielen in der USK-Version, da habe ich mir das eigentlich denken können, dass die Deutschen da irgendwas schneiden wollen und irgendwas damit gekürzelt haben und alles in die Hose geht. Alter, das ist so Bullshit. Nein, nein, ehrlich nicht. Darf doch nicht wahr sein. So, probieren wir es gerade nochmal. Geh mal weg, du Drecksau. Somit fällt eigentlich die Lust auf Saints Row mal richtig fett in den Keller wieder. Was eigentlich nicht gewollt war, weil wir jetzt die Mission wieder von neu anfangen müssen. Ah, so nice. Ha, 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 ha. Meine Güte. Hängt das halbe Spiel hängt hier schon halber. Ja, Mann. Fick dich. So, Leute. Wir sehen uns dann, schätzungsweise, wenn jetzt die Mission doch klappen sollte. Oder vielleicht zweimal schief geht, sehen wir uns dann aber, wenn es richtig wieder funktioniert, würde ich sagen. So, Leute, jetzt sind wir hier nach einem kurzen Cut. Es hat sich eigentlich jetzt gar nichts großartig verändert. Ich habe einfach die nächste Mission angefangen und da hat sich's geglückt. Ich wusste jetzt eigentlich auch nicht, was ich reden sollte, aber jetzt ist völlig Wurst eigentlich. Wir haben hier den Scheiß jetzt erreicht. Wenn wir jetzt nicht mal nochmal drauf gehen, dann hat sich eigentlich alles gut erwartet. Ja, warum nicht? So, aber diesmal kriegen wir den Drecksack auf jeden Fall. Okay, den wollte ich jetzt nicht auspacken, aber diesmal kriegen wir ihn. Lock Rocket Launcher Frosty schlägt wieder zu. Oh mein Gott. wir kümmern uns aber erstmal um die hinteren, wenn der mal vorgefahren ist, dass wir nicht wirklich Schaden abkriegen. Bam! Da hat er doch gut dazugelegt, oder? Oh, oh, das wird sehr viel Lack zu tun haben. Lad nach, Alter, lad nach. Und die hinteren, die sind ja nicht da. Also, dann weiter. Rocket Launcher Frosty. Ach du Scheiße, war das knapp. Oh, meine Güte. Nein, 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 nein. Verdammt. Oh, der hat gut getroffen. Hm, Scheiße. Oh, wie der Drecks. Oh Gott, das war wieder so knapp. Naja. Den hat's. Ach, schade, den hätte ich jetzt gern gehabt. Alter, fahr. Dex kann auch nicht Auto fahren, dann würde ich lieber mal den Tipp von der Drogenhandlung wieder anschaffen. Na, scheiße. Bring es zu Ende. About it. He ain't got too many places he can go. We'll find him. Okay.
Jetzt habe ich gedacht, das wäre wirklich das Ende. Das war's aber nicht. Jetzt bin ich wirklich enttäuscht, ja. Blöde. Aber die Vollidioten hätten es aber locker rüber geschafft, ey. Mann. Ich bin letztes auch mit dem Auto rüber gejumpt. Ich weiß noch, wo ich dann auf dem Hauseweg von der Schule war. Da war die Brücke auch nicht unten. Und da bin ich halt mit dem Fahrrad halt rüber gejumpt. Warum nicht? Ja, das kriegt wieder auch noch ich hin. Ach, okay, dann von mir aus so. Ich will ja eigentlich wenden, aber es geht so schlecht hier. Oh, Mann, um Meter hier. Mann, um Meter. Ja, nicht gegen Verkehr. Ghost Rider aus dem Auto geworfen worden. Dann halt so. Oh, es war jetzt so knapp. Ah, es war so knapp. Gut. So spart man sich Zeit, wenn man irgendwie einen Unfall gebaut hat. Okay. Auf zum Speicherpunkt. Ja, ich wisst ja schon, was das heißt, Speicherpunkt. Das war's mal wieder mit der Aufnahme dann. Demnächst, wenn wir am Speicherpunkt angekommen sind. Ha. Eine durchaus anstrengende Aufnahmezeit wieder. Ach du Scheiß, was haben wir denn nicht gelacht? Was haben wir denn nicht geschimpft? Was haben wir denn nicht immer Scheiße gebaut? Was haben wir denn nicht über Leute gelästert und so? Ja, natürlich, immer. Aber ja, so ist das dieses Let's Play einfach. Was wäre das, wenn es nicht so wäre? Dann wäre es kein Let's Play. Und dieses Auto tun wir jetzt auf jeden Fall in die Garage stellen und werde ich irgendwann mal pimpen hier, weil das Auto echt nice ist. Es ist wirklich so nice. Ich finde das einer der geilsten Autos in Saints Row. Der Hölbert. Der Hölbert, genau, der Hölbert. Gucken wir mal, wie viel Money wir haben. 2000, das ist ja eigentlich nicht zu viel, natürlich. Und speichern wir mal ab. 37% haben wir und danach haben wir wie viel? 39%. Gut. Das Let's Play wird vielleicht bei 80% enden oder vielleicht guten 70 bis 60%, schätze ich. Ja, ich schätze mal so um die 70%. Da wird das Let's Play abgeschlossen sein und Saints Row 2 wird danach anfangen. Ja. Das war's von mir. White Frosty von der GPWF und ich wollte irgendwie so einen geilen Schein rausmachen. Machen wir mal hier. Und ja. Nice Let's Play. Freut mich immer wieder, das aufzunehmen, natürlich. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr euch freut. Und ja. Schreibt doch einfach mal öfters in die Kommentare und liked doch mal das Video ein bisschen mehr. Dann freue ich mich umso mehr. Und umso mehr Spaß macht dann die nächsten Aufnahmen auf mehr. Community Fights. Genau, ihr habt richtig gehört. Also, ciao Leute, bis zum nächsten Mal.